Sorry hier für mein Fail. Bin auf irgendeine Taste gekommen. Wir sind eine Tower zu kurz. Und wieder zwei USPs bei Modi und Fries. Hat Fnatic gestern, glaube ich, auch schon gespielt. Und tasten sich jetzt hier kurz vor. Treffen da auf Lomme und Barry. Barry da mit Gegenflash. Sie wollen sich Mitte raus. Sie entscheiden sich für die Mitte. Und dort deckt Zanoi und Rals am B. Zanoi wird nur Weste haben, so wie es aussieht. Oh, schöner erster Opening Crack von Fries. Mitte wird auch schön abgewärmt von Modi. Jetzt kommt es auf Rals an. Wie viel kann er da mitnehmen? Trace ist zum Glück gut low geschossen. Und gute Pose jetzt eigentlich von Rals. Pose jetzt aber bekannt. Schön nimmt noch einen mit. Boah, die Runde sieht gut aus für Anexis. Kerrigan will hier unbedingt noch legen. Schöner Headshot noch von Kerrigan. Aber ob das reicht? Nope. Tut's nicht, aber schöne Runde von beiden Seiten. Schönes Opening da gegen Zanoi war es vom B. Und gut geschoben auch von Anexis. Wer da? Nugi. Also da waren ja auch keine Smokes, also konnten sie von lang auch abaimen. Oh, Fnatic hat sich nicht gelegt. Anexis direkt B blocken, am Blocken zu dritt. Boah, jetzt haben wir da ein bisschen wartet. Oh mein Gott. Da geben sie hier früh zwei Waffen aus der Hand. Krass, Barry kriegt sogar einen Hit da. Lomme nur noch mit 1 HP. Kerrigan hätte den ja fast getötet. So, mit beiden Waffen schieben sie jetzt nochmal zu lang. Machen sie echt genau richtig, da auf A zu gehen, wo Kerrigan das ansagen kann, dass Lomme low ist. Und wenn sie da Lomme ausschalten, ich meine, Nugi ist nicht sehr früh da. Kurz auch eine gute Wahl. Krass, die Runde kann Fnatic echt noch holen. Sehr gut eigentlich noch holen. Eigentlich kommt es nur auf Nugi an. Lomme wird eigentlich nicht mehr viel machen können mit seinem MHP. Sollte sich eigentlich eher ins Gooseck verkämpfen jetzt. Boah, Nugi gewinnt nur ein Duell. Und jetzt ist 1-on-1 Trace gegen Barry. Trace hat ihn schon gehört. Trace natürlich immer noch mit dem Nachteil, weil er keine Weste hat. Und Barry macht's ganz wichtig hier von Krüger, von Barry. Wow, aber krass, dass die Dudes sich entscheiden, rein zu pushen. Vielleicht haben sie damit gerechnet, dass Fnatic gekauft hat. Also, dass Fnatic kauft. Und dann ist es natürlich gar nicht wieder so schlecht. Gegen die Glocks hat es jetzt irgendwie nicht gut funktioniert. Zumal Zanoi vielleicht ein bisschen hätte warten sollen. Vom Timing war das nicht gut. Aber wenn Fnatic gekauft hätte, wäre der Push, glaube ich, ganz gut gegangen, weil Fnatic damit wahrscheinlich auch nicht rechnet. Also weiß man jetzt nicht genau, ob Barry da vielleicht die Ansage gebracht hat, dass sie kaufen. Also kaufen, sie hätten auf jeden Fall kaufen können. So, Kerrigan in der Mitte. Hört da, ob einer verschiebt. Fnatic ist schon lang eingenommen. Und Anex ist natürlich nicht gut equipped. So, gut Damage an Nugi gemacht. Boah, Barry schon dann kurz gestorben. Zum Glück steht Lomme noch. Und Fnatic baut um, zieht sich mal komplett raus. Boah, auf Nugi nur mit 1 HP jetzt. Also das Spiel der 1 HP, ja, Spieler. Da Fries mit der Arme natürlich gerade ein bisschen allein. Fake dann noch ein bisschen kurz. So, und dabei geht's B rauf. Ach, fuck. Rals macht keinen mehr. 3 gegen 3 Situation, aber der HP-Vorteil dicke, dicke da bei Fnatic.
Zano hier der einzige mit nennenswerten HP. Und alle über Kur. Ne. Safen sie oder versuchen sie echt zu retake? Ne, sie safen. Sehr gute Entscheidung eigentlich. Damit Nugi. Ja, damit Nugi und Loma einfach die Waffen auch durchkriegen. Der Retake wäre einfach sehr, sehr schwer gewesen. Zumal sie auch nicht viel Equipment mehr hatten. Einfach weil sie ja alle nachkaufen mussten. Das ist eigentlich eine gute Entscheidung, drei Waffen durchzukriegen. Nugi auch mit der AWP, die er von Fries stibitzt hat. Ne, hat keine AWP mehr, hat eine AK. Also da reicht's nicht. Erneut für eine AWP. Lang mittlerweile ist schon das Duell. Barry gestorben. Lomme wenigstens mit Refrag. Kommt zum Gegenflashen. Boah, sehr schön. Boah, schade, den hätte er fast noch verdient gehabt. Macht leider auch nicht mehr viel Damage. So, 3 gegen 3. Zano in eine nette Pose jetzt. Aber Kerrigan schon das Duell gegen, gegen Nugi. Sehr schön abgewartet von Nugi. Muss jetzt lange aufpassen. Hat keinen Support. Boah, kriegt den Headshot von Trace. Ganz wichtig. Aber 2 gegen 2. Und Zahnöhe kommt schon super schnell von hinten. Und damit rechnet Fnatic noch nicht. Doch. Boah, Modi einfach so krass. Einfach wieder sein Aiming. Unglaublich gut. Aber auch Rals. Setzt die Akzente, aber Modi klärt dann 2-2. Schöne Runde von Modi. Schön die Runde entschieden. Aber auch ein nettes Duell dann kurz zwischen Nugi und Kerrigan. Annex ist jetzt leider in der Eco. Und es könnte sogar Doppel-Eco werden. Rals viermal gestorben. Lomme, Zahnoi dreimal. Mal gucken, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, ob sie jetzt weiterhin auf AWP gehen wollen bei Nugi. Aber schön gemacht hier. Rals vielleicht noch mit dem dritten. Boah! Ach du Kacke. Boah, schade. Aber richtig geil von Rals. Wie gesagt, der gefällt mir richtig gut auf dem Event. Könnte durchaus auch sein erstes großes Event sein. Hat sicherlich in Dänemark mal so das ein oder andere Event mitgespielt. Aber ist ja neu bei Anaxis. Und er macht einen richtig guten Job, überzeugt durch hervorragendes Aiming. Schießt auf jeden Fall richtig gut um. So, haben doch schon gekauft. Reicht anscheinend doch fürs das Geld. Und Nugi direkt mit AWP am B. Mit Unterstützung von Rals. Und Mitte ging's raus. Barry da im Zusammenspiel mit Rals. Sehr schön. Gute Flash, gute Gegenflash. Und jetzt Nugi am B. Boah, verschießt leider. Muss jetzt aufpassen gegen Fries. Sehr schön. Gewinnt das Duell. Gut gemacht von Fries. Schön da nochmal vorgezielt. Und da war es noch der gute Fries. Und der scheint heute auch ein bisschen fitter zu sein mit seiner Arme. Gestern hat er mich nicht überzeugt. Aber es wäre jetzt super wichtig, hier zu dritt durchzukommen. Durch die Runde. Barry auch nochmal mit einer ganzen Weltreise hier über T-Base. Und sie werden auf ihn warten. So, Equipment scheint leider nicht mehr vorhanden zu sein.
Sehr schönes Prefire von Zanoi. Gut gespielt. Schade, dass Barry der noch stirbt. Wäre ganz wichtig gewesen, mit drei Waffen durchzukommen. Damit man hier nicht so in den Geldstrudel gerät. Oh Gott, kein Kit. Boah, reicht aber. Die Arme hat man schon gesaved. Eine. Wird wahrscheinlich an Nugi abgegeben. Und auf Gieselt wieder eine. Wurde gelegt. Smoke. Freeze hat ja nichts gesehen. Oh, sehr schön. Gute Smoke da anlang. Sie hat wirklich gerade einen guten Riecher an Nexus, wo Fnatic angreift am Anfang. Auch sehr schön. Oh, fuck. Freeze durch die Wand, glaube ich, durch das Tor. Aber an sich schönes Doppel da mit Zanoi, dass er dort nicht allein ist, sondern Nugi ihm hilft von hinten. So, Barry schön noch ins Noob-Eck, ins Goose-Eck gekommen. Ah ja, fehlt aber die Flash von hier unten. Kerrigan schön abgezielt noch an der Kiste zum Goose-Eck. Sehr gut gespielt von Kerrigan. Und da hat einfach die Flash gefehlt von CD-Base. Schöner Shot. Ah, glaube ich, stirbt es auch nur noch Zanoi am Leben. Ah, sehr gute Entscheidung, dann die Arme zu picken, aber weil die durchkriegt. Forest müsste ihn. Forest eigentlich. Freeze müsste ihn noch sehen. Ah. Boah. Auf geht's, Zanoi. Eigentlich auch nicht so eine schlechte AWP, aber jetzt gegen drei Ts vor sich. Close Range. Schafft auch er nicht. 4:3 für Fnatic. Nexus dürfte hier nochmal in die Eco gehen. Und wir haben ein Game Pending. Aber das muss man sagen, gestern lief es eigentlich ganz gut. Bis auf die krassen Healthy for Legs. Aber so wirklich lange Pausen innerhalb des, also während des Spiels gab es nicht. Schon mal besser als, ja, auf diversen anderen Events und jetzt leckt der Helfer echt wieder arg. Hoffe, die Probleme halten hier nicht an. Ja. Alter. Was ist denn da schon wieder los? Scheint wieder zu laufen. Gut, dass es nur in der Eco war. Ist nicht ganz so wichtig. So, und sie kaufen. Diesmal keine AWP bei Nugi. Auch mal schauen, was sie hier für eine Aufstellung wählen. Also wieder. Boah, schöne HE gegen Zanoi. Also Kerrigan richtig gut gerade. Und Vierte geht direkt auf das Duell. Ralz gewinnt's aber. Kommt da mit 18 AP raus. Dann müsste aber die Ansage bekommen haben. Und Modi geht deswegen wahrscheinlich auch vor. Boah, sehr gut gemacht von Modi. Schöner B-Contact. Da ist die Runde direkt wieder vorbei. Also vielleicht sollten sie wirklich mehr auf AWP gehen von Nugi. Der heute eigentlich ganz gut trifft. Meine Nexus hat die Pistole gewonnen und jetzt nur drei Runden, da muss mehr bei rumkommen. Da müssen sie schon mindestens 6 Runden machen. Ich weiß gar nicht, wie viel sie jetzt in Runde in Folge verloren haben. 3, glaube ich. Also dürften sie mit einer Eco gut über die Runden kommen. Nein, Eco dürfte ausreichen.
Sehr gut, wie der die Waffe abgedeckt wird. Schöne Laufweg von Barry. Schade. Also schon das 7-3 und jetzt müsste die Gate vorhanden sein. Nogi hat eine AWP, sehr gut. Gute Entscheidung, hier wieder auf AWP zu gehen. Können wir vorstellen, dass Nogi jetzt alleine B hält. Und Fnatic hält weiterhin an ihrem Aufbau fest. Boah, schön. Nogi im Todesgang erfolgreich. Jetzt vielleicht die Chance hier auf die Runde. Haben sie da geboostet? Jo. So, Nogi an der Bushalte. Ist natürlich gefährlich, wenn er dort gespottet wird. Braucht auf jeden Fall Support. Vielleicht braucht aber noch ein Stück. Er wäre, glaube ich, in der Mitte gestorben. Oh Mann, was für ein Timing jetzt. Oh, er wurde nicht gesehen. Boah, wie glücklich von Nogi. Also gut Glück da gehabt. Oh, sehr schöne Flash, schönes Teamplay, damit Zahner da unten bitte rumziehen kann. Von Lomme. Ob ich einen will? So, Modi geht Mitte aufs Duell und der Rest kurz am Contacten. Dann haben wir mit dem ersten leider im Spray. Aber Nogi steht. Oh nein, leider nur Fußhit. Wird abgeaimt. Sehr schön von Nogi. Auf den Schuss gewartet, aber es reicht nicht. Ah, vielleicht kann es Rals drehen. Ach, schade, sie wissen schon, wo er ist. Einfach zu gut. Boah, der geht der Headshot durch die Wand. Nein, das reicht leider nicht. 8-3. Also, so richtig auf ihrem Niveau ist er nächstes jetzt noch nicht. Das hat man schon besser gesehen bei anderen Teams, wie sie da den Kurzgo aufhalten. Ich habe das Gefühl, dass Anexis nie so wirklich viele Flashes hat. Um da Steg zu flashen. Und das wird ihn hier gerade ein bisschen zum Verhängnis. B steht auch nicht wirklich hundertprozentig safe. Vorhin bei diesem Contact Go. Das klappt gerade noch nicht alles. Fnatic auf jeden Fall gerade das bessere Team. Aber vielleicht stellt Barry jetzt seine Mates gut drauf ein. Mal schauen, ich meine, 3 Runden sind noch drin. Nogi nochmal mit der Lanze. Fnatic wieder mit dem Go. Oh, schade, diesmal hittet der Schuss nicht. Sehr schnell wird kurz eingenommen. Boah, das ist so ein Kurz-Go-Fake-B-Go. Boah, Nogi. Boah, sehr schön. Und Rals steht auch. Super gemacht. Sehr schön. Also gut am B gestanden noch. Hätte leider gern gesehen, wie sie da kurz geblockt haben. Da sieht man eine Flash. Also diesmal noch wenigstens gegengeflasht. Natürlich auch wichtig, dass sie dann am A nicht fallen. Anscheinend wurde es auch gut kommuniziert, dass es ein Fake ist. Vielleicht kennen sie auch die Taktik von Fnatic. Ist natürlich auch immer wichtig, wenn man so gewisse Granaten fliegen sieht und weiß, dass das jetzt nur 2 Spieler sind. Gibt ja auch einstellige Sachen, die Fnatic sicherlich hier spielt, die sie schon mal gespielt haben und wenn Anexis Demos geguckt hat. Ja, guter Spray von Lobbe. Ja, wenn sie Demos geguckt haben, dann könnten sie das vielleicht gelesen haben. Gesehen haben und das erkannt haben.
Das war mal eine souveräne Runde, die mir gefallen hat. Vor allem Nugi heute wirklich einen Ticken besser als gestern. Oh, übrigens Doppel-AWP. Lol. Hey, hat sie abgegeben am Zahnhoi. Wieder geht's B. Nee. Gibt's nur die Banks. So, kurz blocken sie wieder. Also, es gefällt mir auch, dass Anexis kurz blockt und trotzdem einen langen hat in der Grube. Schade, dass sie es nicht zum Tragen kommt. Oh, schade. Da hätte ich durchhoppeln sehen. Aber kann sie jetzt ansagen, dass einer zu lang ist? Anexis hat jetzt auch das kurz abgebrochen. Es steht jetzt wieder Standard. Boah, gute Flash. Gut Damage gemacht an Zahnoid, der sich jetzt vor B zurückziehen muss. Aber Anexis reagiert darauf eigentlich gar nicht. Nugi ist ja an Lang und kann auch mit Mitte decken. Und Fnatic zieht den Split jetzt auf. Ah, relativ gut getimte Flash. Boah, sehr schön, da war direkt drauf. Das war eine gute Flashes. Boah, schöner Quickshot. Also Nugi gerade richtig gut unterwegs. Den dritten macht er auch noch. Sehr starke Runde. Und Barry hält auch lang. Ganz wichtig da von Barry und Zahnhöhe von der Base. Sehr gut. Also, Anexis kommt ins Spiel. Sehr schön gemacht von Nugi. Richtig gute Shots. Die Gegenflashes haben gestimmt. So verteidigt man A. Hätte halt wirklich irgendwie nur diesen Aufbau, diesen Smokes Mitte, dass sich Kerrigan da unten durchsneakt. Boah. Wie konnte Zahnhöhe den denn nicht sehen? Nogi stirbt auch, wo es rallt. Steht er wieder in der Posi. Boah, schön geschossen. Oh, schade, den zweiten macht er leider nicht. Und nur noch Barry gegen drei. Smokes kommen. Will sie direkt entscheiden, alles andere. Oh, er nutzt die Smokes perfekt. Schade, aber schön gedacht von Barry. 10 zu 5. Eigentlich zu wenig Runden, muss man sagen. Wenn Anexis hier schon die Pistol holt, da müssen mehr bei rumkommen. Aber mal gucken, vielleicht haben sie gut getrainiert als T. Und wenn sie hier die Pistol gewinnen, dann können sie auf jeden Fall das Match drehen. Wenn sie Fnatic im Sparen halten, die AWPs nicht zum Einsatz kommen können bei Kerrigan, Freeze, dann sehe ich da auf jeden Fall Chancen. Und wenn Nugi weiterhin so hittet als T, dann auf jeden Fall. So, wie üblich hier erstmal ein kurzes Päuschen. Und mir wurde freundlicherweise ein Kaffee gebracht. Tja, alle AFK hier. Das ist wirklich seltsam. War gestern auch immer so. Da ging es nie direkt weiter. Immer ein paar Minuten AFK. Rauchen oder was weiß ich. Wo es schon krass wäre, wenn man hier in einem Match nicht mal ohne Rauchen auskommen könnte. Also hier passiert ja gerade gar nichts. Ja,
sehr schön. Disclaimer fragt, hast du jetzt schon deinen persönlichen Angestellten? Natürlich, mein Stuff vergrößert sich. Wow, Spieler bewegen sich wieder. Ich muss mal kurz offline gehen, hier wird schon zu viel gechattet im Steam-Chat. So, also, weiter geht's, Anexis gegen Fnatic, zweite Halbzeit. Jetzt bitte die Pistole auch noch gewinnen und dann sieht das hier gut aus für Anexis. Es ist das Halbfinale, wer hier verliert auf der... also es ist ein Best of Three, wer das Match insgesamt verliert, ist nicht raus, aber darf um ja, Spiel um Platz 3 spielen. So, und auch hier haben wir einen Tower an Kurz. Und auch sehr schön. Wird gut abgelenkt von Fries. Aber Anexis muss die Grube checken. Nein, Drals macht's nicht. Boah, so ein gutes Doppel. Und das wurde echt so oft schon mal gespielt. Also, da müssen sie mehr nachdenken. Somit ein sehr einfacher First Track für Fnatic. Und Trace steht auch am Plateau. Also die Runde sieht relativ gut aus. Fnatic steht richtig gut. Haben wir schon den richtigen Riecher. Steht im... Ach, oh, das steht schon 4 zu B. Also da kann eigentlich nichts mehr anbrennen. Ja, gute Smoke. Wow. Trace mit dem Headshot. Aber wie gesagt, die CDs sind schon alle da. Keine Chance für Anexis. Unglaublich krasse Pistole von Fnatic. Extrem gut gestanden. Einfach perfekt gegen den Go. Da hat alles gestimmt. Anexis ist gut auf die Falle drauf reingefallen. Und dann standen sie einfach gut zu B. Schade. Aber so mit Pistol-Statistik 1 zu 1. Anexis mit Deagles. Boah, da geben sie gut Gas. Schönes Doppel da an diesem Torbogen. Krasse Shots von Fürther. Und da ist die Deagle auch so schnell vorbei, wie sie hier begonnen hat. Immer noch kein einziger Frag. Da wird Rals auch keinen mehr kriegen. Einfach die Distance ist zu groß. Da verlieren sie auch keinen einzigen HP-Punkt. Schade. Anexis braucht jetzt auch noch die Eco. Müssen sie auch machen. Sie brauchen die AWP von Nugi. Anders sehe ich hier nicht die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Oh, Fries mit Problemen, aber hat glaube ich auch nur eine Pistole.
sehr gut gestorben von Fnatic. So, 13-5 und jetzt bitte die AWP bei Nugi. Danke. Da hat er Angst. Gegen diesen Delpan-Move. Glaube ich. So, Trace am Sneaken durch die Smoke. Fnatic ist schon extrem früh kurz gepusht. Gut Damage an Barry gegeben. Fnatic blockt kurz. Boah, da liegen noch richtig dicke Smokes. Und lang gibt's auch gleich den Contact. Boah, was für Timings da an lang. Boah, so gute Flashes. Vierte hat er ein leichtes Spiel. Alle der nächsten Spieler aus dem Spiel zu nehmen. Bombe ist auch lang down. Motti auch gut Mitte hoch gepusht. Boah, gute Pose von Vierte. Krasse Runde auf jeden Fall von ihm. Super Team Flashes von seinem Team. Und richtig gutes Timing mit den Flashes. Also, Anexis sieht hier gerade keine Schnitte. Ein einziger Frag für Nugi bisher. Tja, da gibt's auch nochmal die Eagles. Modi noch mit. Aber Vierte schon zur Stelle. Schöner Spray von Vierte. Der macht ein überragendes Spiel. Hält lang einfach total safe. Aber hat auch nicht wirklich Probleme da. Ich meine, Anexis hat nie viel Geld. Fnatic hat hier also dreimal nie gestorben. Das ist einfach krass, wie viel Geld sie da jetzt schon aufgebaut haben. Das Spiel können sie nicht mehr verlieren. Das heißt, wird alles auf eine zweite Map gehen. Cooler AWP-Tower. Boah, Nugi kriegt den Fußhit davon. Boah, die HE ist auch unglaublich gut. Einfach wenn da drauf spekuliert wird, dass da ein Hit gegeben wird. So, die Pose haben wir von Modi gestern schon mal gesehen. Macht da ein bisschen was an B. Ach gut, endlich mal ein First Track. So, Fnatic steht noch zu zweit, aber Fnatic reagiert einfach super drauf. Das hat man vorhin bei Nexus auch nicht gesehen. Pushen da Cutters. Boah. Krass gemacht von Trace. Gut geschossen. Keine guten Reaktionen damit unten. Und dann waren es nur noch Barry und Ralz. Wo ist der Mate? Ralz auf dem Weg zu B. Aber dort steht noch Trace am Plateau. Und ich glaube, er steht zu. Ja. Er zieht ja nicht mehr, macht es genau richtig mit seinem Low AP. So, kriegt er jetzt vielleicht einen Flash fürs Neo? Nope. Aber wie auch? Barry war ja noch Mitte unten. Kerrigan durch die Kiste. Und da ist Barry. 1 gegen 1 gegen Freeze. Kann Freeze hier das Match schon gewinnen? Barry hat keine Zeit mehr. Oh Gott. Ach du Scheiße. Alter. Die Zeit. Die war doch schon abgelaufen. Aber durch irgendein Leck oder so war sie bei mir schon auf 0. Barry hatte wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit. Aber was ein Duell. Sieht man auch so sehr selten. Dass der T dann aufs Duell geht und der CT nicht mehr weg kann. Also noch eine kleine Ehrenrunde hier für Anexis. Ah, wieder lang direkt das Duell gesucht. Ach, ich verstehe nicht, warum sie da lang so auf Teufel komm raus einnehmen wollen. Fnatic spielt es wirklich einfach hervorragend. Schöner Go jetzt aber.
Larry darf da nicht. Boah, krasse Gegenfläche von Fnatic. Krass, also unglaublich gut von Fnatic die zehnte Hälfte. 16:6, auf jeden Fall verdient. Sie waren das bessere Team. Anexis hat erst gegen Ende der CT-Seite ein bisschen aufgedreht und gute CT-Runden gespielt, aber sonst overall waren sie ja einfach das unterlegene Team. Und ich bin gespannt auf die zweite Map, ihr hoffentlich auch. Wir sehen uns in wenigen Minuten wieder.